Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Naja, eigentlich nicht so ganz. Es ist mal wieder soweit, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr habt so oft auf unser letztes Video geklickt, ein paar Kommentare dazu, dass wir uns haben breitschlagen lassen, mal wieder ein Tussi und Nerd-Video zu machen. Ja, und diesmal sind uns die Kameras ausgegangen. Naja, nicht wirklich. Es kommen ja immer wieder neue Kameras dazu. Aber wir haben gedacht, wir machen mal was Neues. Und es ist jetzt Anfang März. Der Frühling naht und was gibt es da Besseres, als unsere 5 März-Gadgets vorzustellen? Ja, und den Anfang, den macht Ira. Mit was fängst du an, Ira? Es ist Frühling, es wird wieder Zeit, joggen zu gehen und wir fangen mal an mit einer Pulskontrolluhr. Schön. Ach so, die Dinger kenne ich auch. Du kannst ruhig weitererzählen. So einen Trumm habe ich auch, genau. Ist so ein bisschen größer und dann habe ich immer hier diesen lustigen Pulsgurt dazu, den ich vor meine Brust schnallen muss. Aber ich glaube, du hast was Besseres. Genau, Medisan heißt die Firma, die hat die Mio Alpha entwickelt und zwar ist dann so ein blöder Brustgurt total unnötig oder halt auch die Uhr mit dem Brustgurt, weil das Ding rutscht immer, man schwitzt so da drunter und es ist einfach nur ätzend. Ich habe die hier schon mal gleich in mein Handgelenk. Die misst direkt auf dem Handgelenk, was ich auch erstmal sehr komisch fand, die macht das mit 2 LED-Sensoren, die durch die Haut das Blutvolumen messen können und dadurch den Puls bestimmen können. Man kennt das ja eigentlich, dass man hier immer den Puls misst auf der Innenseite, aber es funktioniert auf jeden Fall und es macht die ganze Sache alles einfacher. Genau, soll ich sie erstmal abnehmen und das mal ein bisschen was kann man denn alles mit der Uhr machen? Also welche Funktionen kann ich denn alle abrufen? Genau, also es ist eigentlich im Endeffekt eine Sportleruhr und noch präziser eigentlich für Jogger, Läufer, Marathonläufer, um den Puls zu kontrollieren. Ihr könnt die Uhrzeit natürlich einstellen, die ihr hier ja auch schon mal seht. Dann könnt ihr natürlich den Puls messen und zwar geht das mit dieser Seitentaste hier einmal. Da wird dann halt länger drauf gedrückt. Natürlich ist wichtig, dass ihr die Uhr richtig anlegt, dass die auch schön eng anliegt. Jetzt dauert das ein bisschen, bis er halt dem 107, 106, ich bin immer so aufgeregt. 102er Puls und das hier im Stehen während des Videos, meine Güte, Ira, bist du aufgeregt? Nein, ich habe immer so einen hohen Puls. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt gepiept, jetzt zeigt sie den Puls an und jetzt könnt ihr, während ihr joggt, halt die ganze Zeit euren Puls ablesen. Weiter könnt ihr aber auch einstellen, was euer Ziel, eure Zielzone, sage ich mal, beim Puls ist. Ihr habt hier Knöpfe, muss ich auch nochmal genau nachlesen, weil ich das immer vergesse, welcher Knopf für was ist. Eure Zielzone einstellen vom Puls und dann piept dieses Ding, wenn ihr halt unter dem Wert seid. Das heißt, dann müsst ihr ein bisschen schneller rennen. Ich habe dafür Ralf, der brüllt mich dann immer an, sieh mal zu, renn mal ein bisschen schneller. Naja, was man halt lieber möchte. Lebende Pulsuhr sozusagen. Genau, dann könnt ihr auch die Zeit starten sozusagen und habt dann, wenn ihr jetzt beim Ziel angekommen seid, drückt ihr auf den Knopf wieder beenden, dann habt ihr die Zusammenfassung von der Zeit, die ihr gelaufen seid, die Durchschnittsfrequenz von eurem Puls könnt ihr dann ablesen, genau, und da euch so einen kleinen Überblick verschaffen. Ihr könnt natürlich auch diese Uhr mit eurem iPhone verbinden, beziehungsweise mit den Apps, Runtastic zum Beispiel, funktioniert damit zusammen oder diverse andere Apps. Da ist nur der Nachteil, finde ich, ich habe ein iPhone 4 und ich bin raus. Bei mir funktioniert es nicht. Das liegt daran, weil diese neuen Devices, das ist nicht der einzige, es gibt noch mehrere in dieser Art, verwenden ein Bluetooth-Protokoll, ich jetzt mal wieder der Nerd, damit ihr wisst, warum es ist. Ich weiß es auch, es heißt Bluetooth Smart, das weiß ich. Genau, was heißt. Dieses Bluetooth-Protokoll versteht das iPhone 4 leider nicht, sondern man muss da dann tatsächlich auf die nächsthöhere Generation hochgehen, das ist beim iPad genauso. Auch die alten iPads vertragen dieses Bluetooth-Protokoll leider nicht, deswegen muss man da dann ja entweder einen Umweg gehen oder ein neues iPhone sich kaufen, je nachdem. Aber ansonsten funktioniert es und gerade mit Runtastic zusammen ist das eigentlich eine sehr schöne Kombination. Ich habe die Uhr auch schon getragen, mir gefällt es auch wesentlich besser, weil das Armband ist sehr schön weich, ist sehr angenehm. Naja, dann gibt ihr halt der NSA nicht nur bekannt, wo ihr langlauft, sondern auch, wie euer Gesundheitszustand ist. Also von daher müsst ihr das selber entscheiden. Ne? Aber das finden sie über die Runtastic-App sowieso raus, also von daher. Genau. Also wer da eine schöne Auswertung möchte über, das ist mein Thema, die Uhr, ne? Ich habe das auf dem Zettel da stehen, das ist mein Thema.
wenn es halt über die Rantastic App macht, hat dann halt seine, GPS-Daten und Herzfrequenz mit Kurven aufgezeichnet. Das sieht eigentlich so ganz cool aus. Habe ich bei einer Freundin halt einmal gemacht, weil die hat ein neueres iPhone. Und genau, jetzt mache ich einmal kurz den Puls wieder aus. Ich will euch den nochmal von Namen zeigen. Die Firma hat mit Philips zusammengearbeitet, die halt dieses LED-Sensorsystem halt zusammen entwickelt haben. Genau, der Verschluss ist so ganz, ganz simpel. Das ist halt durchgelöchert, kann man das so sagen? Durchgelöchert, durchlöchert, durchgeschossen. Mach doch einfach jetzt die Uhr ab. Genau. Achso, ich wollte den. Wir wollen nicht wieder das gleiche Chaos wie beim letzten Mal machen. Nein. Stundenlang vor der Kamera stehen, nichts sagen. Hey, wenn dein nächstes Thema kommt, ich weiß, wie lange du dafür brauchst. Den Sensor zeigen. Jetzt muss ich ja meinen Puls finden. Also die geht ganz einfach anzulegen. Hier, das sind diese zwei LED-Sensoren, die jetzt hier gerade so reinblinken. Genau. Und das ist auch ein. Weniger Wackel sieht man mehr. Achso, na gut. was ich noch wichtig finde, ist, ich muss immer da so unten auf meinen Zettel schielen. Ja, halt einen großen Spickzettel, weil fünf Sachen sich zu merken ist verdammt schwierig. Wovon eigentlich muss sie sich nur drei merken, weil zwei mache ich. Ja, mach weiter. Genau, wasserdicht, 30 Meter. Wie auch immer, wenn ihr gleich nach dem Laufen nach Hause kommt, könnt ihr mit der Uhr gleich unter die Dusche gehen. Weil der Mann schläft ja noch, wenn ich morgens um 7 joggen gehe, gehe ich mit meiner Uhr unter die Dusche. Super. Genau, das ist ein Silikonstoff, also Kunststoff, ist aber wirklich schadstofffrei, laut Ökotest, was ich auch mal ganz wichtig finde, weil ja in jedem Plastikzeug ja jetzt immer hier alles in den Medien ist, dass das giftig ist. Ich rede zu viel, jetzt ist Schluss. Genau, weil das Ding meckert schon wieder. Ira hat keinen Puls, es findet nichts. Preis nochmal knapp 200 Euro. Bei Amazon, glaube ich, habe ich es für 185 Euro gesehen. Aber wirklich eine sehr schöne Sache, gefällt mir gut. Und genau, Kratzfest-Display, auch super, ganz stabil und müsst ihr keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist mir immer ganz wichtig bei meinen Sachen. Ich nehme da nie Rücksicht drauf. Kennst du ja noch? Wie auf mich, dann nimmt sie auch keine Rücksicht drauf. Kenne ich schon. Okay, jetzt habe ich hier irgendwas verstellt. Ich packe die einfach mal weg. Ja, das ist gut, dass du viel Platz schaffst, weil... Ach. Ich trinke einen Schluck. Weil mein Gadget ist ein kleines bisschen größer als das von ihrer. Wer meine Videos in den letzten Tagen verfolgt hat, wird wahrscheinlich wissen, was jetzt kommt. Es ist ein kleines bisschen was Größeres und zwar ist mein Spielzeug ein Quadrocopter. Ihr seht schon, das ist ein kleines bisschen größer. Das ist der Copter und dazu gibt es dann auch noch eine Fernbedienung. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe meine da schon so ein kleines bisschen eingebaut in so ein paar verschiedene Zubehörteile. Da unten, da versteckt sich hinter mir dann die Fernbedienung. Die tue ich mal nach unten. Ja, was ist das Ganze? Das Ganze ist ein elektrobetriebener Quadrocopter, vier Rotoren. Unten drunter hängt eine Kamera, ist von DJI, nennt sich Phantom 2 Vision. Ja, macht eigentlich unheimlich viel Spaß mit dem Ding zu fliegen, weil mit der eingebauten Kamera kann ich während des Fliegens natürlich filmen. Ich sehe unten auf meinem Smartphone, das kann ein iPhone sein oder ein Android-Device oder auf meinem Tablet, sehe ich das Bild. Das heißt, wenn ich unten das Ding steuere und um irgendwelche Häuser fliege oder wo auch immer lang fliege, dann sehe ich das Bild, kann die Aufnahmen machen, kann die dann später am PC bearbeiten. Ist eine schöne Sache und selbst Ira, die jetzt immer so ein bisschen kritisch guckt, finde das auch gar nicht so uncool. Nein, jetzt ist es ja auch ein bisschen wärmer geworden, jetzt stehe ich auch gerne mit daneben und dabei. Und man darf ja zum Glück auch nicht im Winter damit fliegen, wenn es unter Null ist, weil dann geht ja Akku kaputt. Nein, darf man schon. Man muss die Akkus nur vorher in der Hosentasche ordentlich vorwärmen. Oder auf die Heizung legen, aber bitte nicht zu heiß, weil Ralf hat gesagt, die können explodieren. Ja, die können explodieren und brennen. Was dabei, und das möchte ich auch gleich erwähnen, ganz wichtig ist, man braucht dafür eine Modellflugversicherung, wenn man mit dem Ding fliegt. Und man sollte sich so ein kleines bisschen über die Gesetzeslage erkundigen. Wie gesagt, in meinem Video, das ihr auch hier auf dem Kanal findet, habe ich so ein bisschen was dazu gesagt. Also es wird gerne als Spielzeug verkauft, letztendlich ist es kein Spielzeug, weil diese Rotoren hier, die sind nicht ganz ungefährlich. Und das sind nur die günstigen, sage ich mal, die Standard-Plastik-Dinger, die so ein bisschen wiegbar sind. Er hat sich jetzt so Carbon-Teile gekauft. Und damit kann man Gurken schnitzeln. Also das ist überhaupt kein Thema. Und damit, wenn man Gurken schnitzeln kann, dann kann man auch Finger damit schnitzeln. Also von daher,
es wird als Spielzeug verkauft, aber es ist kein Spielzeug, sondern man sollte wirklich schon gewissenhaft, ernsthaft und vernünftig mit den Dingern umgehen. Aber es macht halt unheimlich Spaß. Man kann also wirklich so knapp 20 Minuten damit fliegen und ja, dann am PC später die Aufnahmen bearbeiten, sich angucken und Bilder machen, sogar für uns Fotonerds im RAW-Format speichern. Also von daher, ja, eine ganze Menge Möglichkeiten mit dem Ding und ja, mal gucken, wo das hinführt. Wahrscheinlich werdet ihr bald hier demnächst noch ein klein bisschen was Größeres von mir sehen und noch ein paar mehr Aufnahmen, Videos. Luftaufnahmen, ganz schön. Von Sylt so, ne? Haben wir letztens ja gemacht, bei gutem Wetter. Genau. Das sieht schon toll aus, muss ich auch sagen. Und ein bisschen umbauen werden wir ihn auch noch. Also von daher, ja, das ist mein Frühlingsgadget, DJI Phantom 2 Vision. Wie gesagt, ein paar Infos dazu gibt es in den anderen Videos und ja, demnächst kann ich ja schon mal vorgreifen, wird es auch eine Internetseite zu dem Ding geben. Das nennt sich dann nicht mehr Ralfs Fotobude, sondern das nennt sich dann Ralfs Fotoflug. Dauert noch ein klein bisschen, geht aber demnächst an den Start. Ein YouTube-Kanal dazu gibt es schon und die Internetseite, die wird es auch bald geben. Das ist dann übrigens hier, ne? Der Job. Ich steuere da nur Bilder und Inhalte bei, aber den ganzen... Ich kann das. Das ganze Lustige, obwohl ich eine Frau bin, ich kann das. Das macht Ira. Habt ihr ja gesehen, Technikperle macht sie komplett alleine, da habe ich nichts mit zu tun. Die gesamte Seite ist von ihr gebaut, gebastelt und... Designed und fertig gemacht. Ja. So, siehst du, ging doch ganz schnell. Mecker nicht. Gott sei Dank. So. Du kannst dein Glas wieder wegstellen und next one. Ist das noch ein Bild? Ja, der Strohhalm ist noch ein Bild. Jetzt nicht mehr. Mein Spielzeug, was Ralf sich immer heimlich ausleiht. Stimmt, ich gebe es zu, weil es ist echt nett. Ein Babybohrer. Ein Akkuschrauber von der Firma Bosch namens Ixo, so um es genau zu sagen. Genau, ganz klein, handlich, kompakt. Schraub Schrauben rein. Was soll ich noch dazu sagen? Das ist ja das Aufladegerät dazu. Gleichzeitig auch schön, um das reinzustellen. Hier sind die Bits, heißen die Dinger. Mhm. Gut, genau. Bits, genau, um die Schrauben reinzuschrauben. Ja, genau. Da sind übrigens alle wichtigen dabei. Kreuzschlitz, Schlitz, Imbus und diese komischen Sechskant-Nuppis, von denen ich auch immer nicht weiß, wie die heißen. Aber die sind auch dabei. Also von daher, hier ist alles Wichtige dabei, um... loslegen zu können. Genau, also man würde sich natürlich nochmal so einen richtigen Koffer als 30-teiliges Set kaufen und natürlich noch einen Schlagbohrer dazu, dann ist er nicht so einsam, der Kleine hier habe ich auch da, mache ich mal irgendwann anders. Genau, das ist ganz toll für Frauen, erstmal müssen wir nicht mehr selber schrauben, sondern das Ding macht das. Achso, das wird im Set geliefert, einmal mit dem hier, achso, ach ja. Erstmal die Verpackung, so, damit ihr nicht mal anfangen müssen. Genau, in dem Ding wird es geliefert, da könnt ihr es auch schön, lass mich, schön reinstellen, damit es nicht einstaubt. Natürlich vorher wieder den Akku laden und ihr müsst auch keine Sorge haben, das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Das heißt, der entlädt sich nicht selber, wenn ihr den nach 5 Jahren benutzt, wenn ihr euch von eurem Freund vielleicht getrennt habt oder so für den nächsten Umzug, dann könnt ihr ihn wieder benutzen, ohne dass er kaputt gegangen ist. Weiß ich irgendwas, was ich wissen sollte? Nee, noch nicht. Okay. Genau. Und hier sind die anderen Dinger drin. Genau, da sind auch so 2 Aufsätze mit dabei. Ich stelle es im Weg hier. Ja, darf ich das mal eben machen. Dankeschön. Mach weiter. Genau. Da sind auch so 2 Aufsätze drauf, die vorne raufkommen. Einmal so ein Ding. Wofür ist das? Das ist, wenn hier zum Beispiel Decke und Seite und genau in der Ecke sitzt eine Schraube. Okay. Genau, um dann halt direkt dann da ranzukommen. Okay. Ne? Ohne euch irgendwie verkrümmen zu müssen. Also in Schränken zum Beispiel oder unter Decken oder wo auch immer. Genau. Genau. Das Ding sitzt dann. Ja, genau. Sitzt dann so drauf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel. Eine Schublade aufzieht und ich habe das ganz oft, die Schublade, die man am häufigsten benutzt, die geht irgendwann halt die Schraube locker, ne? Und dann könnt ihr halt, müsst ihr halt nicht irgendwie so schrauben, sondern setzt diesen Aufsatz auf, haltet das so runter, hier an der Seite wird der Bit eingesetzt und dann drückt ihr einfach und die Schraube wird wieder festgezogen. So, das ist halt das, die Basic-Ausstattung, finde ich ganz gut. Genau, das kann man hier auch ganz einfach dann halt abnehmen. Und das nächste mit so einer komischen Verriegelung.
auch geradewerk gut aufsetzen. Genau. Zum Anschalten. Das ist der Starthebel. Das sieht aus wie so ein Phaser. Kennst du das noch von Star Trek? Mhm. Okay. So, also hier ist der Startknopf und an der Seite, ich bin zu wackelig, muss man den großen Bildschirm gucken. Hier habt ihr einmal vorwärts und rückwärts und für ganz doofe Frauen, wie für mich manchmal, ist dann hier vorne auch einmal der Batteriestatus und ob ihr vorwärts oder rückwärts schraubt. Man muss sich erstmal konzentrieren, was damit gemeint ist. Also der vordere Pfeil heißt, ihr schraubt rein, so, und der hintere Pfeil heißt, ihr schraubt raus. Das ist eigentlich das Thema mit links und rechts drehen. Guck mal, jetzt schraube ich raus und jetzt, das ist auch immer so, nee, Wasserhahn. Dieser Hauptwasserhahn, wenn wir in den Urlaub fahren. Kannst du mal den Hahn zudrehen? Kannst du mal rechts rumdrehen? Ey. Ist doch schon. Nee, ist noch nicht. Andere Richtung. Naja. Ja, anderes links. Genau. Ganz süßes Teil, ganz praktisch. Für Ralf natürlich auch, wenn er an seiner Phantom DJI rumschraubt, weil du halt wirklich ganz kleine Babyschrauben damit eindrehen kannst und nicht, wenn du es mit der Hand machst, auf einmal abrutscht und das ganze Plastik verkratzt in meinen drei Fingern. Das muss ich nicht sagen. Genau. Und vor allen Dingen, die ist schön leicht. Genau. Und die Schrauben im Modellbau und so bei kleinen Sachen, die sind meistens nicht so fest angezogen. Da brauche ich nicht so viel Drehmoment für und dann kann ich mit der wirklich flott und zügig arbeiten. Also das ist schon ein nettes Spielzeug, macht Spaß. Genau. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt noch Iras Einsatz, weil es gibt dazu noch was. Genau. Also erstmal ist es natürlich, Bosch legt sich voll ins Zeug, dass Frauen das auch total toll finden. Ich finde die total toll. Es gibt noch eine Swarovski-Ausgabe davon. Dann habt ihr hier, wo das Schwarze ist, habt ihr hier alles voller Swarovski-Steine. Wer drauf steht, einmal zum Preisverhältnis, ganz kurz, ich muss mal danach lesen. Dieses Dreier-Set hier, also mit diesen zwei Dingern hier, kostet so um die 70 Euro. Und wenn ihr die Swarovski-Ausgabe bestellt, 115 Euro. Ne, doch, also, wer es möchte. Ich glaube, das wäre hier was für die Frau von Robert. Wie heißt sie denn nochmal? Robert! Genau, die findet das bestimmt ganz toll. Noch eine Sache. Ich bin noch nicht fertig, ja. Erzähl weiter, dann sage ich, was du gleich vergisst. Es gibt noch, es ist bald wieder Grillzeit. Und dann muss man nicht immer so doof am Grill stehen und pusten und die Haare verbrennen einem, sondern es gibt da noch so einen Heizaufsatz, wie so ein Föhn. Ne? Da kann man ja auch den Grill einheizen, dann steht man da mal. Hat den Hessgrün. Dann gibt es noch so zum Beispiel, was ich ganz toll finde, jetzt so für ältere Leute vielleicht zum Beispiel, die nicht mehr so viel Kraft haben, habe ich mir so gedacht, gibt es auch einen Korkenzieher. Rein in die Flasche, Flasche auf, perfekt. Eine Gewürzmühle gibt es auch noch, super, toll. Ganz toll. Super. Was es aber für uns Modellbauer und Bastler gibt, was viel, viel wichtiger ist, so, das, sollte ich das sagen. Ist ein Art Drehmomentaufsatz, der kommt dann hier vorne drauf. Und wenn man dann die Bits draufsetzt, dann ist es so, dass der bei einer eingestellten Kraft eben aufhört, sich weiterzudrehen. Der rattert dann so durch. Ihr kennt das bestimmt auch von den großen Akkuschraubern. Da kann ich das auch machen. Da kann ich für die verschiedenen Aufgaben verschiedene Stärken einstellen. Und habe dann die Möglichkeit eben, dass ich es nicht ruiniere, was ich da reindrehe. Ich wusste nicht, dass man Schrauben, dass sie durchbrechen können, wenn man das so festmacht. Habe ich letztens geschafft. Ja, einfach so beliebt daheim, einmal beliebter Heim, die Schraube auseinander. Klar, beliebter Heimwerkerspruch, nach fest kommt ab. Also von daher, ja, das ist alles möglich. Schraube. Ja, das ist schön. Und vor allen Dingen muss ich dann wieder diesen Rest irgendwo rausfriemeln, der irgendwo drin steckt, was total viel Spaß macht. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Genau, so, na? Das war dein Ding. IXO, finde ich auch klasse, nutze ich auch. Kommt bei uns im Haushalt also ziemlich gut an, muss ich ehrlich sagen. Ja. Oh, ich habe Muskelkater, weil ich ja für euch joggen musste wegen dem Mio Alpha. Ach. Grandios. Habe ich alles gesagt dazu? Da. Ja. Habe ich alles gesagt, genau. So. Du bist dran. Ich bin dran. Warte. Ja, Getränk. Kannst du übrigens mal Olsen hochholen? Ach so. Weil soll Olsen einmal Hallo sagen? Weil das dauert einen kleinen Moment jetzt bei mir. Olsen, möchtest du mal Hallo sagen? Ich fange dann schon mal an. Ira kümmert sich um Olsen. Ja, im Sommer geht es natürlich wieder los. Fotografieren, filmen, alles Mögliche. Und Hast du geschlafen? Jeder kennt das Drama mit verschiedenen Akkus, mit verschiedenen Batterien und. Und für jede gibt es ein Ladegerät. Ich habe hier mal so ein klein bisschen so eine hübsche Sammlung zusammengetragen. Das ist also so ein bisschen das, was es alles gibt. Dann gibt es hier noch natürlich das iPhone-Kabel dazu. Und dann gibt es hier
so eine Batterien dazu und dann gibt es hier noch diese etwas größeren Batterien dazu, die fliegen mich hier gerade mal raus, so, die gibt es dann auch noch dazu. So, und das ist dann so die gesamte Palette und dann schleppt man also wunderbar Ladegeräte mit sich rum, ganz toll. Und vor allen Dingen, wenn man in Urlaub fährt, dann ist es so, dann muss man immer dann denken, also ich brauche das Ladegerät, das, aha, das. Und wenn man eins vergessen hat, dann ist Land unter. Vergesst den ganzen Kram, lasst die einfach alle zu Hause und nehmt eins mit, nämlich den Pixo C4. Dieser Pixo C4 ist ein Universal-Ladegerät, das ist das Schöne daran. Und dieses Universal-Ladegerät bietet ganz viele Möglichkeiten. Als erstes mal habe ich hier vorne die Möglichkeit, na ganz normal halt diese Doppel-A-Zellen zu laden. 4 Stück kann ich da gleichzeitig laden. Die kommen dann hier oben rein. Dann habe ich die Möglichkeit, statt diesen Doppel-A die Dreifach-A, also die Triple-A zu laden. Das sind hier die kleinen Nupsis. Die kommen dann hier rein. So, auch natürlich wieder 4 Stück. Hier oben ist dann immer so ein kleines Anzeigelämpchen, was mir zeigt, ob der Akku noch geladen wird oder voll ist. Blinkt er, wird geladen. Blinkt er nicht mehr, ist es aufgeladen. Nickel, Metallhydrid, Nickel, Cadmium Akkus können damit geladen werden. Das ist das eine. Das ist im Prinzip ja langweilig. Das ist ja nichts Besonderes. Das hat eigentlich jedes dieser Ladegeräte. Weiter geht es erstmal mit dem Punkt hier, dass ich das im Auto laden kann. Also gerade wer im Urlaub unterwegs ist, nur tagsüber gar nicht ins Hotel kommt, aber trotzdem tagsüber seine Akkus laden möchte und im Auto unterwegs ist, der kann also wunderbar hier statt des, ich habe das hier jetzt ans Netzkabel angeschlossen, statt des Netzkabels dieses Autoladegerät verwenden. So, und jetzt wird es spannend, denn was haben wir? Wir haben ja hier von verschiedenen Kameras die verschiedenen Akkus. Das ist also einmal der, hier die kennt ihr noch, das ist unsere kleine GM1 von unserem letzten Video. Dann haben wir hier, was nehmen wir noch? Hier so eine Fuji können wir auch noch nehmen. Also diverse Akkus. Ja, was ist der Trick bei diesem Ladegerät? Man kann also wirklich alle diese Akkus laden, bis auf ganz wenige. Da müsst ihr mal auf der Internetseite gucken, da steht dann wer drauf, welche sich nicht laden lassen. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so, wenn man das jetzt hier einmal zur Seite schiebt, dann sieht man hier so zwei kleine ja, Metallspitzen sind das letztendlich. Das eine ist Plus, das andere ist Minus. Man kann die auch nicht verwechseln, weil das Ladegerät über die Elektronik erkennt selber, was Plus und Minus ist. Na, dann guckt ihr einfach und dann seht ihr euch hier so einen Akku an. Und auf diesem Akku steht dann auch jeweils Plus und Minus drauf. Ne? Hier einmal Plus, einmal Minus. Diese anderen, die haben teilweise mehr Kontakte. Das sind Kontakte, die in der Kamera messen, wie voll der Akku ist. Das heißt, da gibt es ja Kameras, die haben dann so eine Anzeige, dann steht dann 60%, 40% und so weiter. Und das wird dann teilweise über diese Akkus, über diese Kontakte gemessen. Auch noch andere Funktionen. Mach's doch noch lauter mit deinem... Jetzt verschluck dich. So, was machen wir jetzt? Wir legen das hier einfach drüber, gucken uns an, wo die Kontakte sind. So, und dann schieben wir diese Kontakte einfach hier an die Stelle, wo Plus und Minus ist, einmal hin. So, die sind also hier, seht ihr, sind hier verschiebbar. Das heißt, ich kann die an jeden Akku anpassen, schiebe die dann einmal hier auf das Plus und Minus drauf. Und in dem Fall, die Akkuanschlüsse sind hier so. Dann muss ich den hier einmal drauf, klemme den rein und das war's. Und schon steht der drin. Ihr seht hier an dem Leuchten, dass der also jetzt tatsächlich lädt. Boah, und das war's. Jetzt kann ich den Akku laden. Habe ich einen anderen Akku, hier zum Beispiel Pentax K3, das gleiche Spielchen wieder, Akku raus. Dann gucke ich hier, wo die Anschlüsse sind. Gehe hier so ein bisschen an die Seite ran. Also ein bisschen friemeln, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man das macht. Ein bisschen rumtricksen. Geht aber trotzdem immer... Nö, brauchst du nicht. Geht trotzdem immer so, zack, rein und das war's. Auch hier wieder, das Ding blinkt und wird geladen. Also auch von daher wirklich, es funktioniert relativ einfach. Man kann wirklich im Prinzip alle Akkus, die ich kenne, laden. Es gibt, glaube ich, einen Leica-Akku kann ich nicht laden. Es gibt 3-4 Ausnahmen, guckt da auf der Internetseite. Aber ansonsten kann ich Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus damit laden. Also in meinen Augen unterwegs wirklich eine Kiste mitnehmen und egal ob Camcorder, ob Fotoapparat, ob sonst was, kriege ich alles hier mitgeladen.
ist toll, geht aber natürlich noch weiter. Schnipp, schnapp, da geht noch mehr. Darf ich dein Glas austrinken? Nein, nein, Finger weg von meinem Glas, weil du erklärst nachher was und dann muss ich trinken. Denn das Ding hat hier noch zwei USB-Anschlüsse, die sind hier unten. Das heißt, ich habe hier ein USB-Kabel mitgeliefert bekommen, das muss ich gerade mal suchen, da hat hier das alles total vermust. Oh, jetzt habe ich von der Neo Alpha gar nicht das Aufladegerät. Also ja, das macht nichts, jetzt ist es zu spät. Und das hier ist ein USB-Kabel, das kommt hier vorne rein. Hallo, weg mit deinem blöden Mio. Magnetisch. Super, ich bin stolz auf dich. Und da gibt es dann hier vorne zwei Adapter. Und mit diesen beiden Adaptern könnt ihr, das sind diese beiden Adapter hier, mit diesen beiden Adaptern, so rum, könnt ihr dann quasi alle Standard-USB-Geräte laden. Das ist einmal der etwas größere und dieser etwas flachere. Ja, und der kommt dann einmal hier vorne einfach in diesen Stecker rein und dann geht's los und schon könnt ihr also da wunderbar die USB-Geräte laden. Ob das hier zum Beispiel bei meinem lustigen Copter sind das hier die Anschlüsse hier für den WLAN-Repeater. Da kommt das dann hier einfach rein. Muss man den anderen nehmen, nicht einschlafen. Bitteschön. Kommt das dann hier einfach rein, zack und... Nein, das ist wichtig, was du da erklärst. Los geht's und lustig. Schon ja. Blätter. Ja, und auch das ist noch nicht genug, aber bevor ihre einschläft, mache ich das ganz schnell, denn man kann also tatsächlich auch iPhone und iPad damit laden. Man braucht dafür natürlich, das ist der einzige Haken, natürlich das Original iPad oder iPhone-Ladekabel und vom neuen sieht das natürlich ein bisschen anders aus mit dem kleinen Stecker. Aber die 10 Watt schaffen also auch tatsächlich hier ein iPad zu laden. Wie ihr jetzt gleich sehen werdet, hier 16% geladen und los geht's. Also von daher wirklich eine schöne Sache. Ich finde das Ding super praktisch, klein, kompakt. Geben tut es das bei... Konrad. Ich habe so ein kleines bisschen suchen müssen. Ich dachte eigentlich bei Amazon, aber nein. Es ist also tatsächlich so, dass es diesen XO bei Konrad gibt. Und ihr müsst da so ein klein bisschen gucken. Das ist ganz wichtig. XO war der Bohrschrauber. Pixo, habe ich doch gesagt. Pixo. Also Pixo. Und wichtig, achtet darauf, dass ihr den C4 nehmt. Es gibt noch andere von denen, einen C3, aber der C4, das ist wirklich der mit der besten Ausstattung, wo alles dabei ist, alles dran und drin. Ja, Pixo. 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 Pixo C4. Universalladegerät. Für allen Krams, den ihr unterwegs braucht und laden wollt. Klasse Sache, gefällt mir. Braucht man für den Frühling, für unterwegs, lange Autotouren und so weiter. Ja, und jetzt muss ich hier mein ganzes Versand räumen. Ah, großartig. So, haben wir es dann jetzt? Prost. So, was hast du jetzt noch für uns? Genau, es geht ums Thema Handy und iPhone. Ich habe ja so ganz tolle Mädels, die immer so eine ganz schicke iPhone-Tasche haben mit Aufklappen und sonstigen oder die nur so in die Handtasche tun, wo ich immer eine Krise kriege und denke, hallo Mädels, ihr habt einen Schlüssel in der Handtasche, ihr habt sonstiges Messer, Pfefferspray, was weiß ich, was ihr noch alles in der Handtasche mitschleppt. Und euer armes iPhone leidet komplett. Jungs, guck mal, die Gardine hier hinten. Macht nichts. Komm, Olsen. Der Hund möchte doch schlafen. Mach weiter. Genau. Und die meisten Mädels von mir haben, dass sie das Handy natürlich irgendwann mal fallen lassen und dann so ein schönes Kunstwerk hinten drauf auf dem Glas. Es ist halt, Entschuldigung, es ist halt gesprungen, ne? Genau. Und dafür gibt es eine ganz super tolle Hülle. Praktisch, super, perfekt, hält ein Leben lang. Also bei mir hält sie jetzt seit 3 Jahren, jetzt ist sie schon kaputt, weil Frauen überlebt ja niemand. Also selbst ich nicht, befürchte ich. Also kann diese Hülle jetzt leider... Jetzt zeig endlich, was du uns zeigen willst. Meine Güte nochmal. Kann diese Hülle da leider das auch nicht. Das dauert wieder. Ja, du hast auch so viel. Die meisten haben schon wieder ausgeschaltet. Was? Aber jetzt bin ich wieder dran. Jetzt schalten die wieder ein. Also, das ist mein Handy. Und dieses Handy ist schon... Nimm mal den Hund runter, das irritiert mich. Und er möchte schlafen. Echt? Olsen möchte gucken, was du da hast. Guck mal, Olsen. Da bist du drauf. Guck mal. Oh, guck mal, das ist Olsen. Weiter. Nicht Ralf, Olsen. Genau. Also ich habe
Life-Proof nennt sich diese Hülle, also lebenssicher, außer für Frauen natürlich. Kommt aus Amerika, die haben wir uns auch vor 2 Jahren dort bestellt für $100 plus horrende Portokosten, aber ich wollte sie unbedingt haben. Bei mir sind schon so Gebrauchsspuren, dass zum Beispiel dieser Laut- und Leiser-Knopf sehr abgenutzt ist durch die langen Fingernägel und sich der Rahmen hier schon auflöst. Finde ich aber nach 3 Jahren okay. Lebt in meiner Handtasche mit meinem intensiven Gebrauch. Lebt in meiner Handtasche mit meinem Schlüsselbund. Ich schmeiße es da einfach immer rein. Ich kann es jetzt auch mal hier auf den Tisch schmeißen und mein schönes Handy geht nicht kaputt. Es ist sozusagen noch total wie neu da innen drin. Also der Verkaufswert ist dann natürlich auch höher, als wenn da jetzt 1000 Kratzer drauf sind. Genau. Lifeproof heißt ein Schutz von 360 Grad fürs ganze Handy. Das heißt halt vor Wasser, vor Dreck, vor Stoß, vor Schnee. Ich habe hier auch nochmal eine neue Hülle, die um mein Handy nachher kommt, weil meine alte ja schon kaputt ist. Komm, jetzt genau. Mach mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Wir haben was vergessen. Mach du mal weiter. Ihr hört mich immer noch. Ihr seht mich aber nicht mehr. Mach mal weiter mit der Flasche. Bin ich alleine. Doch, mach mal. Komm sofort wieder. Okay. Genau. Wasser, Dreck, Stoß und Schnee. Ihr könnt das Handy aus 1,2 Metern Höhe fallen lassen, ohne dass es irgendwie kaputt geht oder einen Schaden nimmt. Und wenn, dann würde eh nur die Hülle einen Schaden nehmen. Die ist bei mir natürlich auch schon total zerkratzt und alles. Auch mein iPhone ist noch wie neu. Wassertief 2 Meter. Ich bin immer ganz froh, wenn ich in der Badewanne sitze und dann irgendwas auf dem Handy surfen kann oder bei Facebook was nachlesen kann. Das ist ganz gut, genau. Dann natürlich bei Schnee ist es ja so, wenn es richtig eisig ist und so, Schnee und Eis kann ja richtig ins Handy reinziehen und durch alle Ritzen und Poren. Das passiert hier auch nicht. Du fehlst mir. Ja, ich komme ja auch wieder. Du hättest eine Glasscheibe nehmen sollen. Habe ich nicht. Geht jetzt nicht. Wo ist dein Handy? Erzähl weiter. Habe ich doch hier oben. Erzähl okay. Weiter. Genau, das sind so die Sachen. Also natürlich ist hier auch eine Schutzscheibe vorne. Ihr könnt aber trotzdem drauf rumdrücken. Es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt ein bisschen fester drücken muss als gewohnt. Für die neueren iPhones oder jetzt auch iPads. Ich habe hier zum Beispiel meine iPad-Hülle von Lifeproof. Genau, das ist einmal die Rückseite, die ist durchsichtig. Dann habt ihr für vorne einmal eine Schale drauf. Hier dann auch ganz einfach abmachen könnt. Also das Ding ist auch total stabil. Genau, ich habe jetzt leider nur eine schwarze Lifeproof bekommen für mein weißes iPad. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Was ist denn für ein Hintergrund auch? Auch so irgendwelche Nachrichten. Genau. Und hier ist es so, dass ihr hier keinen Display vorne drauf habt, sondern dass halt einfach alles noch ganz, ganz sensibel reagiert. Dadurch, dass hier halt alles abgeschottet ist. Das iPad könnt ihr auch mit in die Badewanne nehmen. Auch 2 Meter wasserdicht und 1,2 Meter stoßfest, wenn ihr es fallen lasst. Genau, ich werde gleich auch mal meine Hülle wechseln, um euch das mal zu demonstrieren und zu zeigen, mit der neuen, wie das funktioniert. Und wenn ihr das macht? Ralf hat natürlich auch so eine und für sein weißes iPhone in weiß. Und hier, nur damit ihr seht, es ist wirklich Wasser drin. Sag ne? Emma, dass dein Handy auch funktioniert, bitte. Mein Handy funktioniert, hier, Uhrzeit und so weiter. Wer hat den geschrieben? Weiß ich nicht. So, dann versenken wir das hier mal im Wasser und du kannst wechseln. Oh, es ist ausgegangen. Das ist normal, dass es ausgeht. Jetzt mach weiter. Genau. Diese Sachen ohne Display, wo du halt direkt auf den Bildschirm drücken kannst, sind die Nude-Hüllen und das sind die Free-Hüllen halt. So heißen die nochmal. Die Amerikaner haben sich nur nicht getraut, Naked zu sagen. Eigentlich wäre Naked viel schöner. Und deswegen haben sie Nude gemacht. Ich war jetzt nochmal auf der Seite heute und habe geguckt, nach Militärstandard hergestellt, neues Prüfverfahren. Also mach weiter, mein iPhone blubbert jetzt schon. Also, so kommt das daher. Kostet fürs iPhone 4 und iPhone 5 um die 60 Euro, fürs iPad um die 100 Euro. Geht immer noch. Sehr schön. Ein bisschen furchtbar, einmal wieder runter. Ach so. Genau. Genau. Und dann öffnet ihr das einmal. Das, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht, scheißegal. Piep mir nachher raus. So kommt das einmal daher. Das ist die neue Hülle. Upsala, jetzt habe ich es schon kaputt gemacht. So, das sind so die Sachen, die dabei sind. Das brauchen wir auch nicht.
Genau. So, also die sagen, dass ihr halt von eurem iPhone die ganzen Folien entfernen müsst und dies und das. Ihr habt ein Poliertuch dabei, dass das halt, dass ihr das schön polieren könnt. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Super. Jetzt dauert das Video 20 Minuten, weil ihr jetzt 20 Minuten braucht, um das Gummi da reinzuführen. Genau, das ist die Rückseite. Das Gelbe ist hier halt diese Gummidichtung, damit es wasserfest ist. Hier unten, das ist die Dichtung für den Akku. Natürlich, damit ihr das Handy auch laden könnt und nicht immer wieder ein- und auspacken müsst. Ein Durchguckloch, ein Durchguckding für die Kamera. Kleine Kamera. Genau, das so, da gibt man ein bisschen Gas, zacki, zacki. Genau. So, jetzt nicht baue ich erstmal mein Handy einmal aus der alten Hülle. Also hier oben, nur damit ihr das bei meinem das mache schon mal gleich noch. Seht, erkläre ich schon mal, weil das dauert bei dir sonst ewig. Hier oben ist so ein kleines Drehrädchen und das könnt ihr, jetzt habe ich natürlich nasse Hände, logisch, mal trocken machen. Ich bin schon soweit. Zu spät. Habt ihr hier oben die Möglichkeit, das einmal aufzuschrauben oder gibt es dann eben diesen Adapter, der auch mitgeliefert wird, damit ihr euren normalen Kopfhörer anschließen könnt, weil der muss auch eingeschraubt werden, damit das weiterhin wasserdicht ist. Also es gibt auch Unterwasser-Kopfhörer, dann kann man auch unter Wasser damit tatsächlich beim Tauchen Musik hören. Oh Gott, das ist so ungewohnt, dieses Handy so in der Hand zu halten. Das ist so dünn und so zerbrechlich. Also gleich wieder ab damit in die Hülle. Also, dann muss ich natürlich von dem neuen den Kopfhöreranschluss rausschrauben, damit ich das überhaupt reinbekomme. Du hast da schon alles zugesagt, ne? Es gibt wasserdichte Kopfhörer und sowas alles und noch ein paar andere Gadgets. Es gibt auch natürlich eine Halterung, die ihr euch im Arm machen könnt, dass ihr es mit zum Joggen nehmen es gibt könnt. Auch eine Gürtelhalterung. Gürtelhalterung. Es gibt alles Mögliche. Es gibt auch noch so eine Wasserweste. Kennst du die orangenen Wasserwesten? Mhm. Genau, gibt es auch dafür, dass du das dir halt um den Hals schnallen kannst. Wenn du Kajak fahren gehst oder so, geht dein Handy halt nicht unter. So, dann habe ich das jetzt einmal drin. Dann kommt einfach die Rückseite drauf. Das wird dann zusammengeklickt. Geht wirklich ratzifatz. Genau, es geht einfach beim iPad. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da noch so ein paar Haken sind, aber hier geht das beim iPhone, geht das wirklich ratzfatz. Achso, die Firma sagt, ihr müsst, bevor ihr das um euer iPhone macht, müsst ihr erstmal das verschließen ohne ein Handy, dann halt diese Wasserprobe machen, die Ralf gerade gemacht hat. Und wenn dann halt keine Wassertropfen drin sind, dürft ihr das halt benutzen. Achso. So. Fertig, das war's. Zack, zack, zack. So, genau, hier ist einmal der Akkuanschluss, das macht ihr dann halt zu. Dann kommt hier oben wieder das Schräubchen rein, beziehungsweise oder dieser Adapter halt hier, einmal wird auch reingeschraubt. Sonst nicht wasserdicht. Sonst nicht wasserdicht und eure Kopfhörer halt ganz normal. Und hier habt ihr nochmal so einen Ersatznuppi, falls ihr den anderen verliert, dass ihr das wieder halt wieder zuschrauben könnt. Könnt ihr aber auch reihenweise nachbestellen. Kostet auch nicht viel, falls ihr Profis im Verlieren seid. Am besten gleich Tausende bestellen. Und ihr kriegt es jetzt halt auch in Deutschland. Wir haben Zoll halt da halt direkt aus Amerika bestellt. Dieser lustige Warnhinweis drauf. Ah, ich habe noch einen anderen, ich habe noch den alten. Genau, und ich habe den neuen und ich mache den auch nicht ab, weil das sieht total cool aus. Alle fragen immer, was hast denn du da auf deinem Handy kleben? Ja, wenn man so telefoniert, hallo, aha. Und dann steht da, Achtung, Achtung, NSA kann mich nicht abhören. Nein, 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 das ist eine sichere Leitung, alles gut. Können Sie bitte weitermachen? Jetzt habe ich wieder einen Make-up-Flick mal drauf. Genau, ja. So, und dann könnt ihr es ganz normal bedienen, scheiße mit eurem Handy umgehen und dann später euer Handy verkaufen. Wenn das iPhone 6 endlich mal rauskommt, kriege ich auch wieder ein neues Handy. Sehr schön, habe ich alles gesagt. iPad Mini gibt es auch, fürs iPod gibt es diese Höhlen, fürs iPad iPhone 4 bis 5S und auch für Galaxy-Handys. Welche Marke ist denn Galaxy? Samsung, ne? Samsung? Das sind iPhone. Samsung, weiß ich nicht. Nein, natürlich Samsung. Galaxy S3 und S4 und demnächst kommt auch für das S5 das raus. Ich habe alles gesagt. Ich bin so stolz auf dich. 5 Gadgets. Haben wir euch gezeigt. Wollen wir nochmal alle zusammen zeigen? Doch. Los. Ja? Rein damit. 5 Gadgets. 5 Gadgets. Dum, 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 dum. So. Dum, dum, alle hier. Zacki, zacki. Die Uhr ist hier. Mal einmal alles ab. So, die Uhr. Was haben wir noch gehabt? Den Exo. Holst du, gib mir den. Wo ist der Exo? Mein, Du bist ja leer. Wie habe ich das genannt? Du, Kindersicherung. Oh, Kindersicherung. Männersicherung. Ja, okay. Mein Phaser. Los. So. Also, das waren unsere 5 Sachen. 5 Merz-Gadgets. Die Uhr. Der Bohrer.
die Drohne, ach, darf man nicht sagen, Multicopter, Quadrocopter, das Ladegerät und das Ding hier. Genau. Wunderbar. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Wir trinken jetzt immer Prosecco nebenbei, das macht mir mehr Spaß. Irgendwann atmen diese Videos... Das war Apfelsaft, alles gut. Irgendwann atmen diese Videos dann darin aus, dass wir nur noch trinken und gar nichts mehr vorstellen. So. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen Spaß gemacht, unsere März-Gadgets vorzustellen. Das nächste Mal stellt Olsen auch was vor, ne? Da finden wir noch was Schönes, dass Olsen auch mal ein Gadget vorstellen kann. Genau, ne? Das Olsen. Der ist nur ein bisschen müde, es ist schon so spät heute. Eigentlich ist es gar nicht spät, aber egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video von der... Tussi. Und dem Nerd. Ja, wenn ihr ordentlich liked und ein paar nette Kommentare drunter schreibt, kann es passieren, dass es dann auch ein April-Video zu dem Thema gibt, wieder 5 Gadgets. Und wenn ihr böse Kommentare drunter schreibt, egal, stört uns auch nicht. Macht ruhig. Dann fasern wir euch. Genau. Im XO. Ja, und ich werde das ganz knallhart im nächsten Video sagen, wer mich angemacht hat. Ich bin eine namentlich Petze. Ich bin eine Petze. Namentlich nennen. Sie werden ja. hier namentlich genannt. Alle, Nee, das petze ich wirklich. Ich kann das nicht leiden. Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Dann soll man uns einfach nicht anschalten. Ira kriegt dann immer Depressionen, wenn da negative Meldungen drunter sind. Keine Depression. Ich denke immer, ich sage immer lieber nicht, was ich. Na gut, also, wir wollen hier Thumbs up. Genau. Nette Kommentare. Ja, kommt einfach wieder vorbei, guckt unsere Videos an und für heute sagen Ira und Olsen und Ralf gute Nacht. Moin, moin.